Das wusste ich halt auch nicht, dass das Uran eigentlich von einem Berliner entdeckt wurde und nicht irgendwie von irgendjemandem, der einen Nobelpreis bekommen hat. Das finde ich auch sehr interessant. Diese unscheinbare Probe, das ist Uraninit. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Sie sind groß, schwer, sie sind wertvoll, teilweise auch einzigartig. Es ist eine große Vielfalt an Mineralen. Und die Erde verändert sich ja auch ständig. Und es ist eben spannend, was die Natur so alles hervorbringen kann. Wir sind natürlich ein wichtiges Archiv und dokumentieren hier in unserer Sammlung aufgelassene Lagerstätten zum Beispiel. Das können Bergwerke sein, die heutzutage überflutet sind, daher nicht mehr zugänglich. Aber wir können aus diesen Bergwerken zum Beispiel Probenmaterial zur Verfügung stellen, was dann zum Beispiel wichtige Informationen liefert, um einmal zu verstehen, wie Lagerstätten entstehen. Und das ermöglicht uns dann eben auch, neue Lagerstätten weltweit zu finden. Wir beschäftigen uns mit Rohstoffen, wie sie heute benötigt werden. Es können Minerale sein, aus denen wichtige Verbindungen hergestellt werden. Wir haben hier einmal Quarz, Kaolinit und einen Feldspat. Das sind die Rohstoffe zur Keramik- bzw. Porzellanherstellung. Dann liegen hier Gipse, die als Baurohstoff benötigt werden. Besonders schön ist dieses Stück von der Form her. Zwei typische Schichtsilikate, Lepidolit und Muskovit, die machen den Perlmutterglanz, zum Beispiel den Nagellacken. Und die anderen Stücke, die hier liegen, sind für technische Anwendungen notwendig. Die Aufgaben hier in der Sammlung sind natürlich, dass wir versuchen, die Sammlung bestmöglich zu erfassen, das heißt zu digitalisieren. Das heißt, ich habe dann immer ein paar Stücke, die müssen dann erstmal fertig gemacht werden, also ein bisschen gesäubert. Die kriegen alle eine Nummer, das ist ganz wichtig. Die trägt man dann ein in die Datenbank. Und wenn man ein Etikett hat, wird das auch eingescannt und auch in die Datenbank geladen, damit man wirklich alle Informationen gebündelt in einer Datei quasi hat. Wir versuchen dann eben, diese Daten der Öffentlichkeit über Webportale zur Verfügung zu stellen. Und für unsere Sammlung gibt es drei wichtige Nutzungsaspekte. Das sind einmal direkt Wissenschaftler, die Probenmaterial benötigen. Und die andere Aufgabe ist natürlich dann, den Sammlungsbestand zu erschließen, dass wir einmal wissen, was hier überhaupt in der Sammlung liegt und natürlich dann auch Forschungsprojekte zu machen, wie zum Beispiel aktuell über den Forscher Martin Heinrich Klapproth. Er hat damals in seiner Apotheke sehr, sehr genaue Mineralanalysen gemacht und dabei auch mehrere chemische Elemente entdeckt, darunter das Uran im Jahr 1789. Diese unscheinbare Probe, das ist Uraninit. Ja, ist schon ordentlich radioaktiv, aber wir haben einfach gesehen, dass die Strahlung natürlich mit der Entfernung dann stark abnimmt. Ja, die Mineralogie wird eine ganz, ganz wichtige Wissenschaft bleiben, weil auch für sehr viele elektronische Geräte zum Beispiel werden Rohstoffe benötigt. Und um diese Rohstoffe zu gewinnen, müssen Minerale abgebaut werden in der Natur. Komplexe Gesteine, große Minerale, hübsche Sachen, empfindliche Sachen, seltene Sachen. Es gibt eben so viele verschiedene Möglichkeiten, allein da schon die Erde zu erforschen und auch Erkenntnisse auch aus ihrer Entstehung zu bekommen, dass ich das eben wirklich sehr, sehr spannend finde thematisch.